Hallo und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ganz am Anfang, bevor es losgeht, als Audi-Fanboy und als Automobilenthusiast geht heute ein Traum für mich in Erfüllung, denn wir sind am Col de Turini. Hier wird Quattro-Geschichte, Rallye-Geschichte geschrieben. Ich habe ein Auto dabei mit einem legendären Fünfzylinder, was bei euch besser ankommt als dieser Kanal. Wir werden da gleich hochjagen. Das ist ein Review heute, was so ein bisschen emotionaler sein soll, ein bisschen technisch, also das Beste von allem quasi. Hier seid ihr gelandet bei The Car Crash Review. Bei uns gibt es jeden Tag ein Review von der bezaubernden, manchmal verwirrten Jessie und von dem immer extrem strukturierten Jan. Schaut mal, hier steht mein Name drauf. Uns gibt es wirklich, thecarcrash.de. Abonniert den Kanal genau jetzt, macht es eine gute Sache. Und das Auto, das ich dabei habe, das hat Lorbeeren bekommen von der Presse, auch von uns. Baby Lambo Urus, Baby RS Q8. Hier steht da in Turbo Blau der Audi Q3 Sportback RS. RS Q3 Sportback, nennt es wie ihr wollt. Und was werden wir heute so machen? Schaut mal da hoch. Da werden wir den hochprügeln. Das ist eigentlich, naja, mal wieder ein Karriere-Highlight von mir. Es gibt wirklich viele zurzeit. Und ich werde euch die Optik besprechen. Wir werden über den Sound sprechen, über den Innenraum, wie ihr den so geil machen könnt oder vielleicht noch ein bisschen geiler. Wir werden also alles inklusive Preis und Wettbewerber besprechen. Dann gibt es einen kleinen Kuss am Anfang von mir für unser Baby Urus. Mua. Ja, und ganz am Anfang, bevor es losgeht, habe ich mir überlegt, wird das eigentlich Audi mögen, dass wir hier ihren SUV oder ihr SUV-Coupé, das kleiner ist als der Q5, als Baby Urus bezeichnen? Schon! Ist ja ein Kompliment, ne? Wen man auch als Baby Lambo bezeichnen kann, ist unser Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die Jungs? Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasinganbietern und suchen ja den garantiert besten Leasingpreis für euch raus. Und jetzt kommen wir eigentlich schon zur Historie. Ja, den Q3, den gibt es seit 2013. Ja, der ist da eingeschlagen wie eine Bombe, war direkt beliebter als unser Kanal. Zweite Generation kam 2019 und mit der zweiten Generation kam dann natürlich auch ein SUV-Coupé, die Sportback-Version, die wir hier stehen haben. Und noch beliebter als normale SUVs sind halt SUV-Coupés, deshalb bietet man das bei Audi an. Und der Q8 ist ja auch quasi die Coupé-Version vom Q7 und der RS Q8 kommt schweinegut an. Es gibt ja nur ein S Q7, den RS hat man dem Q8 dann quasi spendiert, was hier auch wiederum ein Baby Urus ist. Und der Baby Urus steht jetzt quasi hier und wenn man die Optik anschaut, weiß man, woher es kommt. Audi hat hier ein Event gemacht. Wir haben hier da den RS3, wir haben den TTRS da, wir haben den da und das sind die letzten Modelle der Marke, die noch den legendären Fünfzylinder haben. Man hat den abgegeben an Cupra, ne? Der Formentor hat jetzt auch den Fünfzylinder und an den, man ist sehr stolz drauf, 45 Jahre Fünfzylinder. Warum hat man eigentlich den Fünfzylinder entwickelt bei Audi? Nicht nur wegen der unrunden Zündreihenfolge 1, 2, 4, 5, 3 und weil er einfach klingt und Krach macht in der Nacht, sondern man wollte die Effizienz eines Vierzylinders mit der Performance eines Sechszylinders paaren und rausgekommen ist, was noch geiler ist als ein Tiger oder ein Löwe, nämlich ein Liger. Eigentlich im ersten Moment was gar nicht passt, aber unglaublich viel Spaß macht. Mir ist ein bisschen Angst und Bange davor, dass es diese Autos und den Motor in Zukunft nicht mehr gibt. Alles wird elektrisch. Deshalb machen wir jetzt mal noch so einen kleinen Abgesang auf dieses Auto, was, naja, ganz ehrlich, mir auch so ein bisschen beigebracht hat, dass ein SUV durchaus richtig scheiß dynamisch sein kann. Und wenn man jetzt über die Optik spricht, dann erspare ich euch erstmal die Ausmaße. Ist halt kleiner als der Q5, ne, und größer als der Q2. So, und dann hat er hinten eine Coupé-Form. Wir haben euch den schon in Kyalami Grün vorgestellt. Könnte man sagen, richtig giftiger, ekliger, kleiner Frosch. Aber der stand hier auch in diesem Grün. Ihr steht aber auch hier in Turbo Blau, weil ich habe gedacht, zweimal das gleiche Auto in gleicher Farbe müssen wir euch nicht vorstellen. Also nehmen wir uns in Blau.
Und jetzt ist natürlich von vorne geil, ne? Was macht das RS-Modell aus? Ich kann Audis echt blind erklären, weil ich sie halt gern mag. Wir haben hier einen dunklen Single Frame, das heißt der Kühlergrill, RSQ3 steht hier drauf. Leider haben wir hier die Ringe in Silber. Ich finde, die müssten schwarz sein, kann man auch konfigurieren. Wir haben hier diese Schlitze, eine Reminiszenz an den Urquattro, der auch hier steht. Und für euer Video verzichte ich drauf, dass ich den Urquattro, den Sportquattro, endlich mal mit dem Stippler fahren kann. Aber tue ich für euch. Mache ich ja auch gerne. Dann haben wir hier unten eine kleine silberne Lippe. Auch dieses Element in schwarz wäre schöner. Das Boomerang-Element hier auch wieder schwarz. Hier wieder silber. Ist eben so ein bisschen eine klassischere Konfiguration auf dem Babyblau, wenn man von Klasse sprechen kann. Serienmäßig LED-Scheinwerfer. Optional Matrix-LED-Scheinwerfer. Hier eine bisschen abgedunkeltere Version. Und dieses Auto ist, wie meine Mama sagen wird, poppig, knallig. Das ist schon richtig cool. Wenn man auffallen will, die Farbe, will man weniger auffallen, nimmt man den einfach in einem Schwarz, Schwarz, Schwarz oder einem Weiß, Weiß. Und dieses Auto ist einfach nur schön. Und wenn man jetzt hier im Profil sind, haben mich Audi versprochen, okay, wir machen so ein bisschen kleine Quattro-Geschichte. Quattro heißt normalerweise Motor vorne, Antrieb vorne, über eine Lamellenkupplung bekommen wir die Kraft nach hinten. Auch das hat eben den Vorteil, ja, dass wir eben einigermaßen effizient mit der Vorderachs fahren können. Und wenn wir den Grip brauchen, kommt die Hinterachs dazu. Audi ist bekannt für Quattro, richtig geil. Räder. Ne? Wir haben hier nicht irgendwie so Plastikbeblankungen um die Radläufe oder hier irgendwie im Schweller drin. Nein, lackiert. 20 bis 21 Zoll Felgen. Was jetzt geil ist und was halt eben für die RS-Fraktion bei Audi spricht, ist, ihr bekommt natürlich hier die Standardfelgen, da könnt ihr auch unterschiedliche Farben hierfür bekommen, aber es gibt halt Carbon-Keramikbremsen. Völlig bescheuert, 4.650 Euro hier drauf, macht kein Mensch. Wenn ihr aber mit dem Auto wirklich auf die Rennstrecke wollt, ist es geil, dass Audi sowas halt anbietet, ne? Eigentlich typisch für ein S-Modell sind die silbernen Spiegelkappen hier. Wir haben hier auch eine silberne Umrandung um die Fenster. Die laufen hinten schön sportwagenmäßig zusammen. Ja, das ist schon richtig gut. Und dann spreche ich natürlich immer über die Fahrwerkstechnik auch noch. Adaptives Fahrwerk ist hier natürlich drin. Das ist optional. Das Sportfahrwerk Plus heißt das hier. Ist verstellbar. Ein bisschen härter dann auch schon in der Standardeinstellung. Würde ich immer nehmen in diesem Auto. Und bevor wir jetzt... Ne, erst sprechen wir über die Optik. Schaut mal hier die LED-Rückleuchten zum Beispiel. Hinten abgedunkelt. Hier oben der kleine Dachkanten-Spoiler drauf. Das ist schon von hinten mehr Urus tatsächlich als von vorne. Und das ist ein richtiges Kompliment für dieses Auto. Der gefällt mir richtig gut. Wenn man jetzt noch die Ringe und das RS-Zeichen da hinten in schwarz nehmen wird, beziehungsweise das hier, wäre es noch geiler. Hier unten der Diffusor sieht aus wie von einem Ferrari oder eben von einem, genau, Lamborghini Urus abgeschraubt. Hinten leicht abgedunkelte LED-Leuchten, ziemlich schick. Und jetzt bleibt ihr mal genau da stehen. Wir haben nämlich die Sportauspuffanlage da hinten drauf. Erkennt ihr an den ovalen schwarzen Endrohren. Und ich sag ja, dieses Auto macht Lärm, macht Krach, eins der letzten. Und ich schmeiße euch die Mühle jetzt mal an und dann sprechen wir über den Sound. Ja, ganz nett, ne? Trotz Otto-Partikelfilter, das muss man inzwischen machen, aber klingt der noch richtig gut. Bisschen schade finde ich, dass dieses Element hier geschlossen ist, aber hey, irgendwas ist ja immer. Das Auto zieht 1,9 Tonnen, eignet sich halt auch gut als Pferdeträger. Übrigens, Motul, unser neuer Kooperationspartner, die machen nicht nur Motoröl wie die Weltmeister, sondern auch Pflegeprodukte. Haben wir hier transportiert an den Col de Torini hoch. Schaut da gerne mal vorbei. Ich verlinke euch unten in der Beschreibung, wo ihr das Zeug bekommt. Damit putzen wir die Autos, wenn es uns möglich ist. Heute ein bisschen schwierig, hat bis eben geregnet. 400 bis 1500 Liter Kofferraumvolumen etwa. Riesiger Kofferraum, ne? Wenn ihr wollt. Das zeige ich euch mal kurz. Könnt ihr dann die Rückbank auch noch umklappen. So, zum Beispiel manchmal mit dem Mittelteil. Und dann habt ihr hier... Ja, riesig viel Platz. Schon ganz gut. Hier die Ausstattungsliste von Audi. Schaut euch die auch gerne nochmal an, wenn ihr euch dieses Auto noch kaufen wollt. Als eins der letzten nicht elektrischen Modelle, die so richtig Spaß machen. Ich glaube, ich gehe mal noch schnell auf die Rückbank, einfach um euch zu zeigen, dass ich da hinten auch richtig Platz habe. Jetzt kommt da mal mit.
Und normalerweise gibt es bei Jesse und mir immer so einen kleinen Ehestreit, wenn der eine oder der andere vergisst, die Bänke nach vorne bzw. die Sitze nach vorne zu schieben. Hat sie jetzt in dem Fall gemacht, kein Streitpotenzial. Ich kann hier hinten sitzen und stoße nicht mit dem Kopf an, nur meine Haare stoßen oben an. Dunkler Himmel hier hinten, was Audi ausmacht. Sind natürlich die Leuchten oder hier die Möglichkeit, die Bank ganz umzuklappen, ohne Stufe hier. Ja, das ist natürlich auch richtig praktisch. Richtig unpraktisch ist, dass ich sie nicht mehr hochbekomme. Doch. Ja, und dann sitzt er hier gut. Und was natürlich praktisch ist, das seht ihr jetzt hier, dass ihr die Bank in verschiedenen Stufen verstellen könnt. Ihr könnt sie auch nach ganz vorne fahren oder nach ganz hinten. Könnt deinen Kofferraum größer machen oder den Platz hier größer. Ja, Verarbeitungsqualität ist Monster. Ganz ehrlich, schaut euch mal die Sitze hier an. Wahnsinn, ne? Eine Armauflage haben wir hier auch. Aber ich sage euch jetzt mal was. Ich komme wieder raus. Was noch geiler ist, bei dem Blaupaket sind hier diese blauen Anschnaller außen oder dieses blaue, was ist Alcantara? Alcantara, sagt sie genau. Oder der Türgriff oder der Griff hier oder die ambiente Beleuchtung. Das erinnert schon wahnsinnig stark an Lambo oder eben den kleinen RS-Q8. So. Jetzt mache ich vorne mal auf und ich könnte euch jetzt erzählen, was es beim Q3 für normale Verbrenner gibt. Interessiert aber heute nicht. Heute sind die Quattro Days und ich habe es euch ja schon erzählt, unrunde Zündreihenfolge hier drin. Der Motor, ein Gedicht, ist einer meiner Lieblingsmotoren. Wollt ihr ihn sehen? Oh, oh. Ich zeige ihn euch. So. Und jetzt guckt mal, für ein bisschen was extra bekommt er für den 5-Zylinder so eine Carbon-Abdeckung. Finde ich lustig, würde ich niemals machen. Aber ich bin ja auch keiner, der sein Auto am Wörthersee ausstellen würde, sondern in die Garage parken und niemand dürft es anfassen. Der Motor, 2,5 Liter Hubraum hat der, 5-Zylinder-Motor, ne? Unglaublich gute Turbomaschine da drin, 400 PS, 480 Newtonmeter. Das Auto wiegt 1743 Kilo und beschleunigt damit in 4,5 Sekunden auf 100 und wird 250 km/h schnell. Ha! Denkste, wenn ihr bereit seid, 1500 Eier hinzulegen, dann fährt der optional 280 km/h. Der neue RS3 fährt dann, glaube ich, 290 km/h, aber das ist schon eine Ansage. Ja, beim Verbrauch gibt man den bei Audi so bei WLTP irgendwo unter 10 Liter an. Wir haben den selten. Als wie weniger zwischen 12 und... Dazu komme ich beim Innenraum, okay? Das ist halt so dieses Umweltthema gerade aktuell. Wir springen jetzt rein. Gerade aktuell, Umwelt ist schon wichtig. Wir springen jetzt rein. Ich zeige euch den Innenraum. Dann wird genau da hochgefahren. Kommt mit. Ja, jetzt beschäftigen wir uns mit dem Innenraum. Und der sieht ein bisschen aus, als hätte er zu viel Schlumpfblut getrunken. Oder ein oder anderer Schlumpf vielleicht auch gefressen. Aber hier ist das RS-Design-Paket blau drin. Und das war bei der Präsentation der Mega-Hingucker. Hier dieses Alcantara vorne. Oder auch hier in den Sitzen haben wir Alcantara-Sitze hier mit dieser Wabensteppung. Auch in dem blauen Leder. Wir können auch die Auflage hier verlängern. Die Sitze geben mega Seitenhalt, sind bequem. Typisch Audi. RS-Logo, monströs groß vorne drauf. Dunkler Himmel hier. Und jetzt schaut mal in die blaue Tür. Auch da haben wir vorne wieder dieses blaue Alcantara-Element. Bang & Olufsen-Anlage hier drin ist optional. Türgriff erinnert wieder an Lambo. Übrigens, kleine funny Geschichte. Audi hat gesagt, komm hier nach Frankreich und so fahren. Da habe ich gedacht, kurze Hose passt und T-Shirt, so kam ich hier an. Jetzt hat es ja irgendwie 12 oder 11,5 Grad. Ganz schön peinlich, aber was soll's. Rahmenloser Innenspiegel, ja, Mittelkonsole. Nicht zu breit, nicht zu dünn. Drive Select Schalter hier das Wichtigste. Start-Stopp-Knopf hier. Klimasteuerung ist dann hier, so macht man die an. Gangwahlhebel für 7-Gang DSG ist hier. Und dann haben wir hier noch Platz für Flaschen. So sieht übrigens der Schlüssel hier aus. Und dann, schaut mal, hier haben wir noch eine kleine Ablage. Aber das ist jetzt schon wieder alles zu technisch, was ich hier eigentlich mache. Ich mache mal wieder an, hier vorne die Lüftung vielleicht für die Scheiben an. Und dann würde ich sagen, kommt die liebenswürdige, meistens liebenswürdige Jessie mal rein. Und ich erkläre euch so ein bisschen was zum Innenraum. Alcantara-Lenkrad haben wir hier. Schaut euch das an, blaue Nähte, unten abgeflacht, typisch
Audi, auch bei mir viel blau. Wir haben hier drin auch so eine schöne Ambientebeleuchtung. Das Lenkrad ist mega geil, gerade mit den Gangwallhebeln hier, die sind hinten auch mit Plastik, greifen sich gut. Digitales Cockpit ist hier vorne drin übrigens. Ja, das können wir über die View-Taste verstellen. Schaut euch das hier an. Da könnt ihr dann auch drin ein bisschen rumspielen. Könnt dann zum Beispiel die Navi-Karte auch ganz groß machen. Das liebe ich ja, ein G-Kraftmesser. Habt ihr dann zum Beispiel hier Reifendruckanzeige. Leistung, Drehmoment ist für Schnellfahren vielleicht ganz interessant. Lassen wir also mal drin. 8,4, 10,1 Zoll Display bekommt er hier drin. Da könnt ihr halt viele Sachen machen. Aber übrigens vorne am Lenkrad, der RS-Modi, das ist vielleicht noch wichtig. Habt ihr den Hockeyschläger hier drin? Da gibt es dann RS1, RS2. Die könnt ihr dann frei belegen, was ganz spannend ist. Und ja, genau, hier könnt ihr dann sehen, was ihr hier überall machen könnt. Die Leute sagen immer, Jan, du drückst zu schnell. Ja, okay, ich drück zu schnell. Fahrzeug. Audi Drive Select ist spannend. Efficiency, Komfort, Auto, Dynamic. Und hier bei RS1, RS2 seht ihr, was ihr verändern könnt. Antrieb, Fahrwerk. Ne? Wir haben also die adaptive Dämpfer hier drin, Lenkung, Sound und genau, das kann man hier verändern. Dann geht es hier wieder zurück, Klima, Licht und Sicht, Außenbeleuchtung ist auch interessant, Ambientebeleuchtung, Helligkeit, Farben, könnt ihr da echt verschiedene einstellen, schaut euch das an, vielleicht so in Richtung Car Crash bisschen. Licht und Sicht, Assistenten haben wir hier auch, Ampelinformationen, ganz viel drin, aber darum geht es ehrlich gesagt heute gar nicht so sehr. Hier blaue Schlumpfblutanschnaller. Und jetzt würde ich sagen, machen wir unser Auto mal an. Wir sind beide angeschnallt. Sind wir angeschnallt? Genau, hier geht er an. Und jetzt schalte ich mal direkt vielleicht in den RS1-Modus. Oder vielleicht fangen wir im Dynamik-Modus an. Drive Select hier und jetzt geht es in den RS1-Modus. Wir machen hier zu. Lenkrad findet man auch echt gut, eine Position hier drin. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal los. Sportgasse noch rein und es ist noch, also es regnet nicht, aber die Straße ist nass. Und jetzt fahren wir hier mal hoch. Das ist krass. Man sitzt leicht hoch und man hat hier ein unglaublich dynamisches Fahrgefühl und gleichzeitig eine Dämpfung, die einem nicht irgendwie die Blomben hier rauszieht, was großartig ist. Natürlich muss man ein bisschen mit der Drehzahl arbeiten, ist ja auch ein Turbomotor und vor allem hier auf der Straße muss man ein bisschen aufpassen, ja, dass man nicht stirbt hier hoch, aber dann kann man wahnsinnig viel Spaß haben. Der Quattro hier drin, toll, verteilt die Kraft flexibel von vorne nach hinten und auch wenn es regnet, im Vergleich zu so einem heckgetriebenen Modell, ja, fährt man hier halt wirklich einigermaßen sicher. 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe hier großartig. Und das bei einer Plattform, die ja bei Volkswagen MEB heißt. Jetzt schaut mal hier raus, wo wir hier sind. Ich fühle mich so ein bisschen, als würde ich ein Urquattro hier hochprügeln, was wirklich Schweine viel Spaß macht. Stellt euch vor, ihr fahrt dieses Auto im Alltag, ja, und könnt dann so viel Spaß haben, wenn ihr die Kiddies irgendwie im Kindergarten bringt. 1743 Kilo, 480 Newtonmeter, 5 Zylinder. Der Sound hier oben ist einfach ein Gedicht. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier durchkommen. Ja, hier geht die Straße ein Stückchen weiter. Und ja, das sieht man dann, hier ist eigentlich gesperrt. Jetzt fahren wir hier trotzdem mal hoch. Schaut euch die Straße an. Und das gleichzeitig bei so einem Sitz, der ja ein bisschen höher ist. Ne? Und das Auto ist echt wendig, neigt natürlich in schnellen Kurven leicht zum Untersteuern, fängt sich dann aber wieder großartig. Man kann ja auch das ESC ausmachen, aber ja, weil ich Audi mag, lassen wir das jetzt hier mal drin. Und jetzt schaut euch das an, wie viel Spaß man hier haben kann. Wenn man will, wird man auch 280 km/h schnell. Auf der Autobahn ist es dann ganz ruhig. Und ganz ehrlich, ich bin ja auch schon RS3 gefahren. Der hat ja den Torx-Splitter hinten. Das können wir hier nicht machen. Also Driften ist da nicht ganz so leicht. Aber das ist natürlich ein bisschen die ältere Technik. Aber der Torx-Splitter ist bei vielen Fans ja eh ein bisschen umstritten, weil es halt so ein bisschen unehrlicheres Fahrgefühl ist. Was jetzt allerdings schön ist, wenn ihr nicht so ganz verrückt seid wie ich, schaltet da jetzt hier auf Komfort.
Und auf einmal, vielleicht nochmal die normale Gasse hier, können wir hier ganz bequem hochfahren. Ihr seht jetzt auch nichts mehr, ne? Wir sind in den Nebel, in den Regen reingefahren und haben halt ein sehr alltagstaugliches Fahrzeug, was richtig viel Spaß macht, was auf einmal leiser ist, ne? Was die Lenkung so ein bisschen bequemer macht, was die Federung ein bisschen bequemer macht. Ja, und was natürlich auch hier jetzt hier oben sehr gut ist, weil schaut es euch hier an, ist gar nicht so einfach hier rumzufahren. Ich hoffe, dass es mit dem Bild wirklich jetzt gut aussieht, weil, naja, es ist jetzt sehr dunkel und vor allem hoffe ich, dass wir hier oben nochmal wenden können. Und auf einmal fährt sich der halt wie ein sehr, sehr alltagstaugliches Fahrzeug. Klar, die Dämpfung ist immer noch ein bisschen straffer, der Fünfzylinder großartig. Aber jetzt machen wir hier nochmal Dynamic rein, weil ganz ehrlich, dieser Sound, an dem kann man sich eigentlich fast nicht satt hören. Die Progressivlenkung hier drin macht richtig viel Spaß. Und jetzt schaut es euch hier an. Hier ist ein großartiger Platz eigentlich zum Filmen. Hier wollten wir ursprünglich filmen, aber komplett im Nebel. Aber macht schon Spaß. Und jetzt fahren wir wieder runter, sprechen vielleicht noch kurz über den Verbrauch von diesem Auto. Angegeben ist er irgendwie um die 19 Liter nach WLTP. Also nicht 19, sondern 9 oder 10 Liter. Und wir haben den bestens mit 12 gefahren heute jetzt beim Spaß haben und maximal irgendwie mit 15. Bin aber auch sicher, wenn man es richtig übertreibt, bekommt man auch 20 Liter hier durchgejagt. Ja, und dann hat man natürlich noch alle Assistenten, um teilautonom Level 2 zu fahren, wenn man will. Ja. Ich fahre dieses Auto ja wirklich sehr gerne selbst. Hier unten müsst ihr euch vorstellen, normalerweise ist da eine großartige Aussicht, aber wir sind, glaube ich, in der Wolke drin. Ja. Und was kann ich euch dann noch dazu sagen? Ich bin ja immer so ein Typ, ich schalte hier sehr gern an den Pedalen hier dran. Und dass so ein großes, dann doch eher schweres Auto so wendig sein kann, das hätte ich früher tatsächlich nicht geglaubt. Wirklich nicht. Ja. Und eine Sache ist natürlich schon klar, also so ein Elektroauto hat natürlich Schweine viel Drehmoment. Ne? Eine kranke Beschleunigung einfach, aber ist auch ein bisschen schwerer. Und dieses sich festsaugen in der Kurve, was wir hier in einem Auto haben, dieser brachiale Berserker-Sound hier drin, das haben wir ehrlicherweise halt nur mit einem Verbrenner. Ne? Das nimmt dir keiner ab. Und ja, so ein bisschen traurig bin ich, weil ich wollte eigentlich das Video damit beginnen, dass ich sage, ich will eigentlich keine Kinder bekommen, weil die werden vermutlich nie mehr einen Audi 5-Zylinder fahren, die werden nie mehr einen TT fahren, wahrscheinlich, weiß ich nicht. Die werden wahrscheinlich elektrisch fahren. Was Gutes für die Umwelt, aber das Petrolhead-Herz in mir, das weint so ein bisschen, wenn es dran denkt, dass es solche Autos bald nicht mehr gibt. Was ich jetzt mache, ist zurückfahren, vielleicht heute mal ein bisschen weniger weinen, weil es ist ein schöner Tag, es ist ein wunderschöner Tag, einer der schönsten in meinem Leben. Und dann werde ich euch ein Fazit hier zaubern. Ich, ja, der Almklau, sehe schon mal einfach nochmal nach rechts auf die Alm und dann gibt es jetzt ein Fazit. Bevor es jetzt wirklich anfängt, so richtig stark nochmal zu regnen, mache ich ein Fazit. Und ganz ehrlich, ich habe euch ja versprochen, heute wird nicht so, der ist so groß, der wiegt so viel, der verbraucht so viel, das haben wir ein bisschen gemacht, sondern es war ein bisschen emotionaler, denn ja, am Col de Torini mit so einem RSQ3 Sportback zu fahren, ist unglaublich geil, ganz ehrlich. Da sind wir rumgeballert heute. Und dieses Auto hier in diesem Babyblau, in der Location, sieht eigentlich fast ein bisschen surreal aus, ganz ehrlich. 45 Jahre 5-Zylinder. Bald gibt es den nicht mehr. Für euch die letzte Chance, euch nochmal so ein Auto zu kaufen, da bin ich ganz sicher. Und ich habe euch ja so ein bisschen gezeigt, was der kann. Ich habe euch ein bisschen erklärt, warum dieses Auto Spaß macht. Die Umweltsache ist natürlich eine andere. Ne? Es wird in Zukunft alles elektrisch, aber ihr könnt euch ja so als Wochenendauto vielleicht so einen zulegen und dann unter der Woche einen Q4 e-tron. Ja, finde ich eine ganz gute Sache, aber jetzt geht es natürlich zu meiner Meinung zum Auto. Hätte mir vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren jemand gesagt, dass es möglich ist, ein SUV so dynamisch zu fahren, und ich bin, weiß Gott, eigentlich kein SUV-Typ, hätte ich es nicht geglaubt. Ich weiß aber, was bei euch gut ankommt. Das ist der Cupra Formentor aktuell, der ist wesentlich günstiger. Das sind Autos in der Größe mit Coupé-Dach, die ein bisschen extravagant aussehen. Und ich werde ja auch immer älter und mein Rücken sagt mir auch, ey Jan, das ist vielleicht ein Auto für die Zukunft für dich. Und dann geht es natürlich um Preis, vor allem hier. Ne?
Ja, und der ist gar nicht so abgehoben, wie man denken könnte. Das Auto beginnt bei etwa 65.000 Euro. Klar, mit der Ausstattung, die hier drin ist, ballert man den ruckzuck auf 80.000 Euro. Aber man ballert den ja auch in 4,5 Sekunden auf 100 oder auf 280 km/h, wenn man das will. Ich bin mega angeturnt von dem. Ganz ehrlich, wir haben uns tatsächlich bei dem Wetter jetzt gegen den TTRS Cabrio entschieden. Beim R3 dürfen wir aktuell nur mitfahren. Ja, da wollen wir eigentlich gar nicht so richtig gerade mitfahren. Ja, deswegen war das jetzt für das Wetter, für die Straße tatsächlich unser Performance-Monster der Wahl. Wer unser Performance-Kooperationspartner-Monster der Wahl ist, ist GoLeasy. Was machen die Jungs? Performance. Die vergleichen unter den etablierten Leasing-Anbietern und suchen den garantiert besten Leasingpreis für euch raus. Schaut da gern vorbei. Wenn das euer Traumwagen ist, eine gute Sache. Hier seid ihr gelandet bei dem Autotester Goat. Bei mir, The Car Crash Review. Eigentlich auch Jesse. Ja? Abonniert den Kanal, macht es eine gute Sache. Dann können wir weiter so viel Spaß zusammen haben wie heute. Aha. Bis.